Also, da ist er ja. Windlöser Schusswinkel. Genau, nimm doch mal den Kopf hoch. Da scheinen mir auch noch Steine zu sein, zu einem Überfluss. Ja, ich möchte ja ganz gern einen Kopfschuss landen. Viecher haben die unangenehme Eigenschaft, sonst wegzulaufen. Aber und husch waren sie weg. Bestimmt einen Schreck gekriegt, als sie den Knall gehört haben. Ah ja, immerhin hat doch geklappt. Ich höre auch Kühe im Hintergrund, aber ich glaube nicht, dass ich für Kühe wirklich viel kriege. Damaged Pelt, ja, da ist bestimmt ein Loch drin. Irgendwo nur ein Gewölle zu viel eingesteckt. Hören doch irgendwo schon die nächsten. Ah ja, da sind die Kühe. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, dass ich da unglaublich viel Geld mitmache, wenn ich Kühe umniete. Da ist wohl mehr Kohle bei Rotwild zu machen, aber sehe ich Rotwild? Nein, ich sehe kein Rotwild.
dann kann ich als kühner Jägersmann, der ich bin, eine Kuh umnieten. Und die verwerten. Ja, also man muss sie schon in den Kopf treffen, damit sie beim ersten Peng umfallen. Finden wir erstmal raus, was so eine Kuh bringt. Aha, die Richtung stimmt aber schon. Ja, das Fleisch wird nicht die Welt bringen. Aber es ist eine Menge Fleisch. Ja, die Jägerei braucht seine Zeit. Na los, da mindestens zwei von der Sorte. Da, falscher Knopf. Ah, zwei Viecher. Stehen bleiben würden, wäre das noch besser. Und das noch dritter. Es laufen nur zwei weg. Mag mich aber auch getäuscht haben. Ah, also ganz so. Das Gras ist mir zu nass, um da unten rumzuliegen. Ja. Das sieht ja nicht so gut aus. Dann war es wohl doch so, dass einer von den beiden, von den dreien, irgendwo nach da abgebogen ist. Na, mal schauen, vielleicht finde ich es ja wieder. Ich muss halt dichter an. Ja, hab sie. Thank you.
Also. Tja, finde ich noch einen? Habe ich noch Platz überhaupt? In der Nähe von Mogilewka. Ich kann mich gerade nicht erinnern, ob ich da jemals gewesen bin. Was gibt's denn da Tolles? Auf jeden Fall kein Wild. Aber gucken kann man ja mal. Ja, ich weiß, ich bring mir das was, eine Kuh zu metzeln. Ja, wenn ich hier auf dem Rückweg bin zum Händler. Wo ist denn der? Da. Staroje, da ist der Händler. Ah, da ist ja auch eine. Wenn es dafür nicht viel Geld gibt, dann ist das auch nur gerecht. Das ist natürlich sehr, sehr einfach. Frage ist jetzt bei einer Kuh, ist die Haut mehr wert als das Fleisch? Das bezweifle ich irgendwie. Aber eine Haut nimmt viel Platz weg. Ja, was bringt mir so eine Kuhhaut? 1000? So 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fleisch. Blub. Ob ich noch ein bisschen Platz freischaufeln kann hier. Luff, luff. Ja, schon eine Menge Grumpf, ne? Ich merke mir mal, was so Kuhgeraffel, Kuh-Einzelteile bringen. Ja, genau. Hallo Lisa. Du bist die Nächste. Oh, mein Gott, hab ich mich erschreckt. Jungs, hättet ihr nicht auftauchen können, bevor ich eine Kuh erlegt hab? Junge, 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 du. Wieder graue Haare. Zur Erklärung, ich rechne hier natürlich jederzeit auch damit, irgendwelchen Bären über den Weg zu laufen. Das wäre eine sehr unerfreuliche Begegnung. Wollen wir doch mal rausfinden, was das alles gebracht hat hier.
Also, Venison-Steak, die bringen 300. Und Beef, das ist die Kuh, die bringen nur 100. Also ein Rotwild ist dreimal so lukrativ wie Hornvieh. Hornwild. So, 8.100. Ich weiß nicht, für so nur das Fleisch jetzt, ne? Kaupelt bringt 1000, nimmt aber auch viel Platz weg. Aber es nimmt weniger Platz weg als 10 Fleische. Und ein Dierpelt bringt 2000 und nimmt auch weniger Platz weg als entsprechende Zahl. Allerdings gibt es hier auch mehr Kohle, ne? Trotzdem, jetzt hier genau 20.000. Also, das ist okay. Da kann man nicht meckern. Da ist er. Digga, nimm den Kopf hoch. Halt schön still. Er ist auch mehr als einer. Läuft. Also für mich, nicht für die Hirsche. Ich habe schon wieder aus Versehen Gelumpe eingesammelt hier. Wo ist der nächste? Ich glaube, die sind hier in die Richtung getrabt, ne? Aber ich fürchte, die geben jetzt erstmal einige Zeit Ruhe. Das ist jetzt zum Einkaufen in die Stadt. Ah, so kann man nicht schießen.
Ah, zwei Leute. Dann werden die das Ding aber auch ausgeräumt haben, wa? Na komm, richtig lange den drücken den Knopf und dann geht's auch. Dachte ich. Nanu? Warum will mein Auto jetzt nicht mehr? Die Batterie ist leer. Das ist ja nun wirklich kein Problem. Dafür habe ich eine Reservebatterie. Dachte ich. Was mich daran erinnert, bei nächster Gelegenheit eine weitere Reservebatterie ranzuschaffen. Ist ja auch sehr sinnvoll für so ein Auto. Wo ist sie da? Die Batterie. Für so ein Auto kein Ladegerät einzuplanen. Ne? Also nicht, dass man sein fahrendes Auto lädt die Batterie offensichtlich nicht auf. Ja, sie schießen noch auf irgendwen oder irgendwas. Vielleicht kann ich ja noch mitspielen. Kedei! Ihr Fuchs are fine! Ah, you're trying to show me something, right? There's something behind that wall? Ah, both a no, no microphones. Oh, tons of zombies. Take that bad power from me. Ah, now I can hear you. Hi. Hello. You already plundered the airdrop, right? I haven't taken anything. Ah! Just have a look. A lot of red smoke. Yep, can't access this anyway, so it might be personalized. I gotta hold my push-to-talk button. I can't access it. Oh, yes, I see in Mosin. Yeah, that's about it. In Mosin. How do you even open it? Do you have an option? Every time again, I think that looks really impressive. The red smoke stuff.
doch noch welche von der Sorte. Das blute ich auch noch, sowas. Muss ich mich mal eben entbluten. Das kommt, wenn man nicht aufpasst. Irgendein Magazin, ne? Da sind wir 500 Kopeken wert. Kent Bacon, das kommt mir recht zu passen, weil ich ja gerade eine Büchse genascht habe. Ich sollte auch immer aufpassen wegen Giftwolke, ne? Falls die hier irgendwo aufschlägt. Gürtel. Ja, nicht so richtig überzeugend, was man hier so findet. Ja, auch nicht so wahnsinnig viel hier an AR-15 Magazin. Naja. Ach, nehmen wir es mal mit. So, lassen wir die zwei hier ihr Ding machen. Und mal 19, tja. Guys need a ride? That looks like sort of a yes. Where are you going? Or where you want to go? You look like a bear. Look for your buddy. Safe zone. Safe zone. Yeah, I think the next one is Green Mountain. Where's your buddy? Does he want to get along as well? Green Mountain, that direction about 2 kilometers. I can't see your buddy. Can you call your buddy, or does he want to come along? I'm trying to keep an eye open for the green toxic cloud. Okay, so let's go. I have a look at the map. Using a road is better. Green Mountain Highway. Oh man, I'm always mixing up the two buttons on the mouse. Mountain Trader Station, please leave the cars and enjoy your stay. Yeah, welcome. Und dann gucken wir hier auch mal rein. Ich komme selten genug hier vorbei. Eine Schnüffeltüte im Gesicht. So, wer ist denn für Frassalien zuständig hier? Das
Nee, das Werkzeug. Das ist, glaube ich, Klamotten. Ja, das ist Klamotte. Ach, richtig, das war doch auch eine von diesen Fressbuden hier, oder? Ja. Der will seine Felle nicht schwimmen lassen. Ach, ich mach's einfach so. So, was haben wir denn? Ich dachte, ich hätte... Ach nee, haha, habe ich nicht. Ich habe ja gar kein Viehzeug geschossen, da war ich ja schon. Ich schelm mich. Ja, was habe ich denn? Ballerkram und Klamotten, ne? So, gucken wir doch mal. Ballerkram ist hier vorne. Holographic Optik verkaufen wir einfach. Normalized Suppressor. Ein Normalized Suppressor. Ja, den verkaufe ich einfach auch, weil ich so bin. Toll, wie noch optischen Kram gehabt. Ja, hauptsächlich Magazine und so ein Zeugs. Ja, ach so, das sind ja wieder so Exoten-Magazine. Die tauchen natürlich nur bei dem hier auf. UMP-Magazin, weg damit. AR-15-Magazin. HK-416. MK-18 brauche ich noch. Para-SA-58 brauche ich nicht. Pin, was? Pindat-SS-2-Magazin. Ich weiß nicht mal, wie die Knarre aussieht dafür. SCAR-Magazin brauche ich, aber das MK-23 Light brauche ich nicht. Den Carabine-Schalldämpfer, behalte ich den oder behalte ich den nicht? Komm, ich verkaufe ihn mal. Ich habe die Dinger eh gefunden und schleppe sie jetzt ewig mit mir rum. Bisschen Reservemunition und zum Klamottenhändler müsste ich noch. Klamotten, das war doch er hier, oder? Genau, der hat Werkzeug, der hat Klamotten. Trade. Tactical Gloves, wie hässlich. Gorka Pants. Ja. Ansonsten geht's mir gut. Ich habe, was ich brauche. Ich bin am anderen Ende der Welt. Was will ich mehr? Zum Beispiel 1,5 Kilometer Abstand zum Trader gewinnen will ich. Und ja, in welche Richtung will ich denn überhaupt? Selonogorsk, das ist alles so komplizierte, gefährliche Ecken. Sosnovy Military. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mal erinnern, was das war. Es sieht nicht groß aus. Vielleicht sollte ich am besten sehen, dass ich mit dem Auto wieder aus der Gefahrenzone rauskomme. Boah. Lohnt das den Aufwand? Ja, hier ewig rumstehen darf ich nicht. 1,5 Kilometer, das wäre so hier etwa oder in Richtung Süden. Komm, ich fahre einfach Richtung Süden. Warte mal, wie ist das denn überhaupt? Richtung Süden fahre und dann immer der Nase nach. Dann mache ich schon nichts falsch. Oh, mache ich das doch. Richtung Süden wird da sein. Und die Karre schaukelt und macht ein kleines Tänzchen. Ja. Ja, ich liebe meine Internetverbindung. Sie sorgt immer für Abwechslung. Bastard. Jetzt.
Jetzt war ich für einen kurzen Moment abgelenkt, weil ich das Polizeiauto da gesehen habe. Ja, und es sind noch Dinge drin, das ist gut. Nicht viele Dinge, das ist nicht gut. Der Desert Eagle wartet da auf mich. Also die Mossberg wollte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen, aber naja. So, bist du alle Flinte? Ja, eine Mossberg 590. Doch eine normale Flinte, oder? Ja. Oder ist das eine von den teuren? Ich weiß es nicht. Komm, ich nehme sie mit. Bei Schusswaffen kann man normalerweise eh nicht so wahnsinnig viel dran verdienen. G'day mate, how are ya? You need a ride? Okay, good luck to you, have fun! Hm.